Heute besuchen wir 34,5, weil Clarita so hässliche Füße hat. Du solltest doch sagen, kleine Füße. Ach ja, heute besuchen wir 34,5, weil Clarita so kleine Füße hat. Du Wurzelzwerg. Wiener, hallo Clarita, willkommen bei 34,5. Ihr sucht bestimmt schicke, kleine Schuhe. Ja, weil Clarita... Wiener? Clarita hat so kleine Füße und da ist es schwer, schicke Schuhe zu finden. Na, da seid ihr hier genau richtig. Was für Schuhe suchst du denn genau? Eigentlich Schuhe für alle Gelegenheiten. Es ist nämlich so schwer, bei der Größe Schuhe zu finden, weil es ja eigentlich erst ab 37 losgeht. Ja, ich kenne das Problem. Ich habe selber das Problem der kleinen Füße und ich zeig dir mal was Schönes. Wir haben hier... eine schöne Stiefelette aus Samtziege in Grau, die passt zu allen Gelegenheiten. Super zum Rock, aber auch zur Jeans. Und wenn du Lust hast, kannst du sie mal anprobieren. Ja, super. Und, wie findest du ihn, Bina? Super, so hübsche Schuhe hattest du noch nie. Also dich frage ich das nächste Mal nicht nochmal. Ah, schön, er passt. Sehr schick sieht der Schuh aus. Stimmt. Das ist auch ein ganz besonders toller Schuh. Warum hast du eigentlich diesen Laden? Das ist ganz einfach. Ich habe selber das Problem der kleinen Füße, 34,5, wie der Laden heißt. Und ich habe nie Schuhe bekommen. Und ich dachte mir, jetzt musst du was dagegen tun. Bau dir selber den Laden auf, ganz egoistisch, damit ich selber Schuhe bekomme, aber auch für die ganz vielen kleinen Frauen mit kleinen Füßen in Hamburg, im Umland, in ganz Norddeutschland. Das ist einfach das Problem und dagegen möchte ich gerne was tun und versuche diesen Laden jetzt aufzubauen. Sind ihr auch super schick? Schau mal, Clarita, ich habe zu dem Schuh auch noch die passende Tasche. Mhm. Das Besondere daran ist, dass diese Tasche es nur einmal in diesem Laden gibt. Das heißt also, auch wer diesen Schuh hat, und das sind nicht viele, da kann man sicher sein, dass man die einzige ist, die diese Tasche hat. Die ist auch cool. Steht dir super gut. So, Clarita, jetzt heißt es Abschied nehmen. Jetzt muss ich diese ganzen schönen Schuhe hier alleine lassen. Ja, aber ein paar nimmst du ja mit. Stimmt. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Dankeschön, es war echt super hier. Das freut mich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.